Hallo und herzlich willkommen, Dissens. Ich hoffe, euch geht's gut. Immer wieder werde ich gefragt, wie levelst du deine Waffen so schnell? Wie funktioniert das Ganze? Warum machst du das so und so? Und genau das erkläre ich in diesem Video, wie du effektiv solo deine Waffe grinden kannst. Es gibt unterschiedliche Methoden, aber das hier ist wirklich eine der effektivsten. Viele kennen den Bunny Cave zum Beispiel, ja, aber auch der wird sehr oft falsch gespielt und so weiter. Ich zeige euch das Ganze, wie gesagt, hier für euch kurz und kompakt zusammengefasst. Wenn euch mein Content gefällt, dann abonniert gerne den Kanal. Ja, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, verpasst ihr einfach nichts mehr. Ansonsten streame ich auch live auf YouTube und auf Twitch, aber ich bin bis Mittwoch unterwegs, ja, weil Kinder, Frau und ich fahren die Schwiegereltern besuchen und da werden wir einige Sachen unternehmen und deshalb bin ich bis Mittwoch weg, deshalb fällt der Stream bis dahin aus, vielleicht melde ich mich mal kurz, mal sehen, aber ansonsten würde ich sagen, bin ich jetzt erstmal ein paar Tage streamtechnisch weg und ansonsten, ja, hier auf dem Discord geht immer was, da findet ihr die besten Descendant-Spieler, wird euch geholfen, ja, schaut da einfach mal vorbei, über 3500 Mitglieder auf diesem Discord, seid ihr herzlich willkommen. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Alles, was wir dazu benötigen, ist Bunny. Und ich zeige euch eine attraktive Budgetlösung, um das Ganze durchzuziehen. Und Bunny, ganz ehrlich, Leute, ehrlich, einfach eine der besten Grindchars überhaupt, muss man ganz klar sagen. AOE, krass. Speed, krass. Ja, also Bunny, normale Bunny sogar schon, gehört einfach als Must-Have dazu. Und dann geht man eigentlich über in eine Ultimate Bunny irgendwann, ja, und da würde ich All-In gehen, Energieaktivator rein und so weiter. Aber hier, mit dieser Bunny, ne, ich würde jetzt nicht unbedingt immer so spielen, das ist jetzt optimiert für den Spot, würde lieber einmal LP mit reinnehmen, also dass du auch wirklich eine Gesundheitspunkte-Maximierung da drin hast und eine Verteidigung, aber für diesen Spot ist das jetzt optimal. Aber wenn du hier noch einmal LP und Verteidigung reinhaust, dann ist auch Bunny nicht One-Shot, sondern du musst sie einfach einmal ordentlich aufbauen und es ist ein geiler Grind-Charakter für Gold, Akkus, Hirne, egal was, Bunny einfach Liebe, muss man ganz klar sagen, absolutes S-Tier, was Grinden angeht. So, aber genug davon, ja, es geht jetzt darum, wie wir Bunny attraktiv mit geringem Budget für diesen Spot aufbauen. Hier haben wir einmal im Sekundärangriffsslot hier natürlich einen Sekundärangriff, der günstig ist. Ihr könnt natürlich unterschiedliche Sekundärangriffe, die ihr bereits gelevelt habt, hier reinsetzen, um die Modulkapazität zu steigern. Was wir benötigen, und ich bin jetzt einmal mit einer Modulkapazitätshalbierung hier reingegangen, das müsstet ihr nicht tun. Ich erkläre euch dann, wie ihr ansonsten levelt. Ja, aber hier einmal habe ich reingehauen, weil ich habe sowieso so viele Baupläne davon. Ja, und deswegen dachte ich mir, für diesen Spot lohnt sich das, weil er ist einfach krass effektiv. Hier levelst du Waffen und das ist schon ein großer Bestandteil des Spiels. Waffen leveln, schnell leveln, um einfach die maximale Power rauszuholen. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Du musst drei Dinge kennen. Einmal, wie grindest du am schnellsten, wie grindest du am schnellsten Gold, ist extrem wichtig im Endgame. Und wie levelst du Charaktere und Waffen, ist auch extrem wichtig. Ne, wenn du das hast, ja, Gold, damit ballerst du die Module hoch und Waffen leveln, damit gehst du halt in die Modulkapazitäten rein. Da musst du natürlich noch wissen, wie grindest du den Kristallisierungsaktivator schnell, aber trotzdem, ja, das ist schon elementar. Flinke Finger für Fertigkeiten Ablenkzeit, Fertigkeiten Reichweite muss hoch, ja, Techniker muss hoch, Reichweitenmaximierung muss hoch, ne, und wenn ihr jetzt hier könnt ihr noch die genügsame Denkweise mitnehmen, Fertigkeiten kosten runter, Fertigkeiten Effektreichweite nochmal hoch und dann nehmt ihr halt entweder Fertigkeiten Erhöhung oder Reichweitenmaximierung, das ballert ihr nicht ganz hoch, auf den Slot hier noch Elektrofokus rein, den habt ihr dann nicht gelevelt, falls ihr nicht einmal in die Halbierung geht und das ist das Bild. Ja, perfekt optimiert und da seht ihr auch, die seht ihr nicht, wartet einen Augenblick, ich mache gerade die Facecam runter, damit ihr auch die Stats seht, so, jetzt gehen wir hier einmal runter. Ganz wichtig ist wirklich eine Fertigkeiten-Effektreichweite zwischen 170 und 208%, ist sehr, sehr nice. Ja, dann haben wir hier noch einen Fertigkeiten-Stärke-Modifikator drin, Elektro-Fertigkeiten-Stärke über den Elektrofokus, Fertigkeiten-Kosten kommt da auch her und Fertigkeiten-Ablenkzeit.
Sehr, sehr geil hier an der Stelle. Und dann kann ich euch noch empfehlen, nehmt irgendeinen Reaktor. Ja, muss jetzt kein goldener sein, passend zur Waffe, weil das werdet ihr sowieso nie hinbekommen, dass, wenn ihr eine Waffe levelt, ihr immer den perfekten Reaktor habt, weil es geht ja ums Waffenleveln. Das heißt, wir spielen hier am besten mit einem violetten Reaktor. Warum? Weil da müsst ihr einfach nur eine Waffe ausgerüstet haben und bekommt trotzdem die Fertigkeiten Stärke mit rein. Ne? Und das ist, dann könnt ihr natürlich noch optimieren, ja, hier, dass er natürlich Elektrofertigkeitenstärke, Singularfertigkeitenstärke noch hat. Und ansonsten unten die Affixe sind jetzt nicht so geil, die könnt ihr natürlich auch noch optimieren auf Crit, Schaden und so weiter. Ne? Singularfertigkeitenstärke rein, Elektrofertigkeitenstärke rein, das wäre ganz geil. Ja, und dann habt ihr eigentlich den optimalen Reaktor für das. Und als Komponente von Herzen kann ich euch auch nur empfehlen, wirklich, dass ihr hier hingeht und einen Modifikator der Waffenleistungsstufe Steigerung habt. Ne? Ihr seht hier, ich habe ein Grindbuild, das sieht man hier, ich habe verschiedene Grindbuilds, einmal mit Wallby, einmal mit Bunny. Ne? Das sind so zwei Standard Grinds Chars, die ich immer spiele. Wallby für Gold, Bunny für XP und für Waffen XP. Und da geht man ganz klar hin, ja, und nimmt dann auch hier Modifikator der Modulabwurfrate zum Beispiel. Dann hier ganz wichtig, Modifikator der Verbrauchsgegenstände Abwurfrate. Ganz, ganz krasser Modifikator. Dann aber auch hier für das, was wir vorhaben, ganz wichtig, Modifikator der Leistungsstufensteigerung im Speicher. Ja, weil wir wollen jetzt hier Waffen leveln, also brauchen wir das Ding auch drin. Und dann habe ich unten nochmal Modifikator der Ausrüstungsabwurfrate. Also das nehme ich immer mit, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Wir befinden uns im Bunny Cave, aber aufgepasst, den spielen viele wirklich verkehrt. Und zwar Festung, ja, dann hier unten taktischer Transporter, gefallene Arche und dann hier die leeren Missionen. Ja, hier ist der Bunny Cave. Und wie gesagt, den spielen jetzt viele verkehrt. Ich zeige euch das Ganze mal, was ich damit meine. Und zwar, wir gehen jetzt hin und aktivieren einfach hier über unsere Reichweite. Ja, hitten wir alle Mobs. Die kommen einmal von da oben und einmal von da hinten. Kann ich euch auch einmal zeigen kurz. Damit wir das hier auch mal gesehen haben. Ja, hier und hier und über unsere Reichweite machen wir einfach den ganzen Spot platt. So, dann muss man einfach nur hingehen und muss wirklich hier nebenstehen. Ja, und dann das Ganze hier aktivieren, unser V, und dann hier einfach hochspringen. Permanent. Und das Ding ist, was jetzt viele falsch machen, das sehen wir jetzt gleich, ist folgendes, und zwar, jetzt machen sie fertig. Du bekommst zwar dadurch etwas Gold, du bekommst zwar ein paar Splitter und so weiter, aber irgendwann, wenn du so viele Waffen gelevelt hast, dann brauchst du keine Splitter mehr und so weiter. Und wenn es ums pure Leveln der Waffe geht, ist eins ein wichtiger Faktor, Zeit. Und wir verlieren hier 20 Sekunden, weil wir hier auf die leeren Missionen CD haben. Ihr seht, der ist weggespawnt. Dankeschön für deinen YouTube-Sub. So, also der ist einfach weg, ja, bis der wieder da ist. So, und jetzt gehen wir einfach hin. Ja, und spielen die Level und spielen die Phasen durch. 1 und 2. Ihr seht, dass wir einfach die gehen. So, und jetzt, pass auf, das ist jetzt die dritte Phase. Und was jetzt kommt, kommen zwei große Mobs. Und die gehen ungefähr bei 40. Ja, gehen wir einfach immer durch. So, fertig. Mission abbrechen, zack, neu bestätigen. Und es geht sofort weiter. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um das Waffenleveln effektiv zu machen. Bitte habt dabei auch die Waffe, die ihr leveln möchtet, ausgerüstet. Ja, ganz, ganz wichtig. Und so können wir das ganz easy runterspielen hier. Natürlich, wenn du Gold grindest, levelst du die Waffe mit. Wenn du unterschiedliche Dinge machst, levelst du die Waffe mit. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, da willst du einfach mal ein paar Waffen durchballern. Oder du willst einfach die Waffe leveln, um einfach stärker zu werden. Und genau dafür sind diese Spots einfach so wichtig. Du solltest sie einfach nur kennen. Ich bin immer für effektives Grinden. Ja, ich bin immer, okay, ich weiß, alles klar, ich will jetzt die Waffe leveln, nehme ich die mit beim Goldgrind oder ich nehme die mit in die Dungeon, ist natürlich klar. Ja, aber manchmal willst du einfach effektiv sein, du willst einfach ein paar Sachen durchpumpen und dann musst du diese Spots einfach kennen. Und genau deshalb dieses Video. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, ja, schönes Wochenende und ansonsten, wir sehen uns bald wieder, ja, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin, aus dem Kurztrip.
Und ja, das Wichtigste, bleibt gesund, meine Freunde. Wir sehen uns bei euer Dreed. Ciao.